Hallo Leute, mein Name ist Hotzesti und in diesem dritten Kapitel meines Wildwasserführers durch Griechenland erzähle ich euch etwas über den Erymanthos, was so viel heißt wie der Beschützer. Gemeint ist aber nicht der Fluss, sondern der Berg, von dem einer der Zuflüsse herunterfließt. Vom Ausstieg am Alpheus ist es gar nicht so weit. Zuerst geht's hoch zum Dorf, aber bevor man Theissoa erreicht, wird rechts abgebogen, wieder runter zum Bach und Richtung Matesi und weiter ins Tal des Ladon. Hier müsst ihr euch entscheiden, wo ihr übernachten und welchen Abschnitt ihr paddeln wollt. Es gibt drei. Der unterste von Elea aus ist etwas für hohe Wasserstände und somit kenne ich ihn nicht. Normalerweise paddeln wir den mittleren Teil zuerst und dann den oberen, schwierigeren. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es am Aus- und Einstieg, wobei das Plätzchen in Vidiaki eines der schönsten ist. Um vom Ladontal zur Ausbootstelle des mittleren Abschnitts an der Brücke von Elea zu gelangen, fährt man entweder über Hora oder Neohora. Zum Einstieg dieses Teils geht es das Ladontal hoch und dann weiter hoch nach Vidiaki und auf der anderen Hügelseite wieder runter. Zum Einstieg des oberen Abschnitts bleibt man auf der Hauptstraße nach Tripotama. Schauen wir uns zuerst den mittleren Teil an. Die Einbootstelle erreicht man über das Dörfchen Vidiaki, von wo eine abenteuerliche Kiesstraße runter zum Fluss im Talkessel führt. Da das ursprüngliche Videomaterial einige Wasserflecken hat, gibt es hier nur ein paar Fotos, aber ihr könnt euch das unkommentierte Video zusätzlich anschauen. Der Fluss durchfließt größtenteils ein offenes Tal und niedere Konglomeratschlüchtchen. Bei einem mittleren oder niedrigeren Wasserstand, wir hatten 5 Kubikmeter die Sekunde, gibt es keine größeren Schwierigkeiten. Allerdings ist mit Holzverhau in den engen Durchfahrten zu rechnen. Bei höheren Wasserständen werden die Walzen und Rückläufe heftiger und Holz wird zu einem gefährlichen Problem. Beim ersten Mal bekam unser Flussführer Wasser ins Auge, so dass seine Linse verrutschte und sich das Auge entzündete. Von da weg musste ich die Führung übernehmen. Der Einstieg zum oberen Abschnitt liegt inmitten des Dorfs Tripotama am Zusammenfluss dreier Quellbäche. Die Strecke von hier bis Vidiaki lässt sich nochmals unterteilen. Die zweite Hälfte hat eine Zwangspassage in einer Schlucht, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Die erste Hälfte beinhaltet zwei Katarakte, die für bessere Fahrer allenfalls fahrbar sind. Wir haben beide rechtsufrig umtragen. Der Ausstieg vor der Schlucht ist rechtsufrig an einer Kiesbank. Mit dem Auto gelangt man von Tripotama hierhin, indem man Richtung Lambia fährt und bei einer großen gelben Tafel runter zum Kraftwerk am Fluss abbiegt. Der Weg ist steil und uneben. Für mehr visuelle Eindrücke empfehle ich mein ursprüngliches Video mit viel mehr Details. Der zweite Teil beginnt mit einem 500 Meter langen Abschnitt, dem Vorspiel. Obwohl es mühsam ist, empfehle ich diesen vom rechten Ufer aus zu inspizieren. Auch bei niedrigen Wasserständen ist dies immer noch Wildwasser 4 und sich eine 500 Meter lange Linie zu merken ist herausfordernd. Es ist aber gut, hier einen ersten Eindruck zu gewinnen als Vorbereitung für den unzugänglichen Canyon, der unmittelbar folgt. Die Schwierigkeiten im Canyon sind etwas leichter im Gegensatz zur konstanten Action des Vorspiels, da er mehr Drop-and-Pull-Charakter hat. Aber wenn du beim Vorspiel schon Zweifel hast, dann ist die Schlucht nichts für dich. Dieser Abschnitt kann sich mit jedem Hochwasser ändern. Daher ist dieser Führer nicht als Anleitung zu sehen, um sich blind reinzustürzen. Am besten sieht man das an dieser Stelle, wo ein Steinblock umgefallen ist. Die Schwierigkeiten im mittleren Teil des Vorspiels sind etwas einfacher, aber sie ziehen zum Ende hin nochmals an.
Wenn auf der rechten Seite ein runder Hügel auftaucht und links die Felswand an den Fluss herantritt, hat man den Eingang zur dritten Schlucht des Erymanthos erreicht, den Franz Bettinger Rock'n'Roll Canyon getauft hat. Während das Hauptwasser beim Einstiegsfall nach links zieht, ist es besser, sich rechts durchzumogeln. Das ist auch die allgemeine Regel für den Canyon. Wenn immer möglich, rechts fahren. Obwohl es nicht unmöglich ist, in der Schlucht zu scouten, muss man doch einigermaßen schnell und gewandt sein. Wie immer in Schluchten ist auch hier mit der Möglichkeit von Holz zu rechnen, wie im Achterbahnabschnitt, der gleich kommt. Da beim ersten Mal die Batterie meiner GoPro hier den Geist aufgab, ist das restliche Material vom zweiten Mal mit wesentlich weniger Wasser. Wie bereits erwähnt, ist die rechte Fahrtroute meistens die richtige. Neben Bäumen im Wasser stellt auch Steinschlag eine Gefahr dar, wie derselbe Paddler mit dem Augenleiden vom mittleren Abschnitt hier beim zweiten Mal feststellen musste. Nach dem letzten plus 2 Meter Abfall, den wir links gefahren sind, wegen Steinen im rechten Unterwasser, öffnet sich die Schlucht und die Landschaft ähnelt der des mittleren Abschnitts. Die Schwierigkeiten sind geringer, aber es gibt immer noch einige Katarakte und Abfälle. Aber alles in allem spaßiges Wildwasser. Es gibt noch eine Stelle zu erwähnen, die bei höheren Wasserständen schwierig wird. Wenn das Wasser durch die Engstelle pumpt, wird der Paddler an die linke Wand gedrückt.